Und ich bin bereit. Total unrasiert heute. Naja. Heute noch, Game. Heute noch. Erster. Erster. Das hat jetzt nur mittel lange gedauert. Wie kannst du eigentlich mich und Olaf darauf verwechseln? Ich hab gesagt Erster. Ja, ich meinte davor muten im Discord. Ja, keine Ahnung. Ich muss den Olaf jetzt hier auch erstmal ingame wieder leiser pegeln, der lief auf 100% bei mir gerade. Nee, bei mir ist alles eingepegelt. So nebenbei könnte man ja noch erwähnen, dass Star Wars unregelmäßiger kommt, da Phasmophobia gerade beliebter von uns beiden ist. Ach, das musst du da nicht erwähnen. Das werden sie schon mitkriegen, die es gucken. Ich überlege gerade einfach nur, wie man die Zeit überbrückt, bis Olaf da ist. Das dauert ja mal 5 Minuten mindestens. Ja, wenn er nicht sogar gekickt wird. Aber du hast auf Anfänger wieder eingestellt, kann das sein? Wie gesagt, das kann man sich nicht aussuchen. Da ist er ja endlich. Ah, da ist er ja. Ich habe nämlich einmal das Farmhaus als... Was haben wir das letzte Mal gesagt, Darko? Immer was anderes wählen. Ah, ich habe jetzt auch die Talkbox. Und ein Fotoapparat. Ich weiß nicht, was dieses Spiel hat, aber irgendwie seid ihr jetzt extremst leise. Und Olaf höre ich überhaupt nicht. Der redet auch nicht. Unter 10 Grad, Geist mit einem Kruzifix heimsuchen und Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Daniel Clark. Ike, nimmst du dann das Thermometer, oder? Ich habe jetzt erstmal die Talkbox genommen. Olaf, hörst du uns? Du weißt, in-game musst du Push-to-Talk benutzen. Ich weiß. Aber? Ich hab's nicht gemacht, weil ich noch im Ladescreen war. Ach so. Was ist das hier? Bewegungssensor, Geräuschsensor und noch irgendwas. Let's go! Ich geh hoch. Bist du da? Doch. Nee, nee, wir sind immer dort da rein. Nee, bist du da? Die Räumlichkeiten hier unten sind anders sortiert. Bist du da? Geisterlein.
Bist du... Der ist hier oben, hat instant Wasser angemacht. Wasser angemacht? Braunes Dreckwasser. Ich hab's direkt fotografiert, der ist hier oben im Bad. Und wir haben ja, Talkbox. Ja, ich suche trotzdem nochmal hier unten wegen dem Knochen. Oder hat den Johnny? Nee, ich hab noch nicht. Der hat ja euch. Ich konnte noch nicht mal eine Frage stellen, der hat ja sofort geantwortet bei der Talkbox, der Geist. Und das Wasser angemacht. Ist halt Glück. Problem ist, ich hab. Selbst wenn ich. Ich hab eine Kamera. Also oben ist auf jeden Fall kein Knochen. Ich habe ihn, aber ich kann nicht beschreiben, wo ich bin, weil die Räumlichkeiten haben sich doch verändert. Die sind alle verschoben und verdreht. Es gibt zwei verschiedene Häuser, ist dir bewusst? Dann waren wir bisher immer nur in dem anderen. Weil das hier habe ich noch nie gehabt. So, hab den Knochen und, also Foto und eingesammelt. Talkbox Hammer, da gehe ich jetzt nur direkt geradeaus, wenn du oben angekommen bist. Du hörst das Wasser schon laufen, in dem Zimmer ist er. Okay. Minus 3 Grad, Gefriertemperatur also. Okay, dann hole ich jetzt die Videokamera. Nochmal eine. Ja, mach das. Musst du mal gucken. Okay, der Geist hat gerade was runtergeschmissen. Ist nur ein 3er Ausschlag. Hast du schon das Buch gemacht? Oh. Ist das hier die Geisterbox? Geisterbox, Olaf, ist das hier oben und das haben wir schon gemacht. Da hat er schon geantwortet. Was ist das hier? Eins ist ein Audiosensor, eins ist ein Bewegungssensor und dann noch irgendein dämlicher Sensor. Aber wir haben keinen Orb. Also wir brauchen jetzt noch Buch oder EMF. Mal kurz gucken, wie er heißt. Daniel Clark. Mike, kommst du mal bitte mit der Kamera? Ich hab die Fingerabdrücke hier, aber ich hab keine Kamera dabei. Ja, ich komme hoch. Na, wenn wir Fingerabdrücke haben, haben wir ja schon alle Punkte dann. Ihr habt vielleicht nur noch Foto vom Geist. Nee, Foto vom Geist steht nicht, aber mit Kruzifix und Zeuge eines Events werden. Ich hab das Kruzifix. Wo sind sie denn? Abgemacht. Olaf, du weißt, wie du das Kruzifix verwenden musst, oder? So, Pi mal Daumen. Also es ist ein klassisches Gespenst, ist es. Ich hätte ja gesagt, hinwerfen oder F drücken oder so. Hinwerfen oder auslösen.
Was soll ich jetzt machen? Wenn der Geist erscheint, musst du das Kruzifix entgegenwerfen. Geisterbox. Temperatur und Fänger ab. Genau. Ich sag mal hier. Geisterbox, Gefriertemperatur und Fingerabdrücke. Wer hat bitteschön im Bad so ein hässliches Bild hängen? Oh mein Gott, da würde ich auch sterben wollen. Das ist im ganzen Haus so. Im ganzen Haus. Das ist ein bisschen creepy. Wo denn? Links, rechts um die Ecke. Komm runter! Ne, hier, an der Wand. Ja, ich hab's gesehen. Also da würde ich auch freiwillig also, sterben wollen. Das finde ich auch nicht schöner. Und woher wisst ihr jetzt, dass das Gefriertemperaturen sind? Weil da du deinen Atem siehst und der kommt nur bei 0 Grad. Und weil ich es gar nicht gemessen hab mit der Temperatur. Mit dem Thermometer gemessen. Also was haben wir jetzt alles? Fehlt nur noch die eine Aufgabe, oder? Kruzifix und Zeuge eines Geisterevents werden. Ja gut, dann Daniel Clark. Will jemand anders von euch? Du machst das schon. Daniel Clark. Daniel Clark. Hast du Angst? Ja, nein. Was? Möchtest du noch Salz verstreuen? Ja, nein. Nö. Zeige dich. Geh Olaf töten. Hast du nicht gehört? Ja, aber ich hab gehört, was du hast gesagt. Geh Darko penetrieren. Setz dich aufs Klo und kacke mal. Ich hab grad Schritte neben mir gehört. Der wollte nicht kacken. Wenn einer mit reingeht, dann provoziere ich ein bisschen. Du bist so ein dreckiger Hund! Ich sehe den Charakter nur noch eiskalt rückwärts laufen. Finger weg von diesem Lichtschalter, ohne Witz! Hast du Angst? Hä? Hast du Angst? Ich bin doch schon da. Olaf, der zeigt sich halt nicht mal bei Licht. Also ich muss es dann, aber ich muss das Kreuz hinwerfen, Olaf. Du musst verstehen, ich habe am meisten zu verlieren. Ich habe die meisten Sachen und teuersten Sachen zugefügt. Olaf anlassen. Quatsch, auslassen. Ja, warte noch kurz. Also ich soll das Kreuz dann einfach hinwerfen, oder wie? Ja. Ihn abwerfen, oder? Daniel Clark. Wie ist der so? Daniel Clark! Geh Olaf töten! Schick uns ein Zeichen! Sende uns ein Zeichen! Per Mail! Moppel1312@gmx.de. Hast du gehört? Hat geknarrt! Das macht's. Schick uns ein Zeichen! Sende uns ein Zeichen! Du Arschloch! Ei! Hast du Angst? Hast du Angst? Angst? Warum? Hast du Angst? Warum? Angst? Hast du Angst? Im Übrigen, du weißt, dass du in meiner Folge jetzt deine E-Mail-Adresse geleakt hast. Das ist nicht meine E-Mail-Adresse, das ist von irgendeinem Typen aus dem Internet. Vor allem immer, wenn Olaf Angst sagt... Ja, erinnert mich das an Harry Potter. Angst. Naja, der Witz ist dabei, Angst ist auch so ein Kennwort, ne? Du warst nicht dabei, als Zirf hat eine Liste rausgeholt und die haben wir komplett abgegangen.
Okay, warte. Komm mal, wir müssen mal zu dritt. Lasst uns mal zu dritt da rein. Dago, geh erstmal gucken, ob der überhaupt auf Gruppen oder alleine reagiert. Ja, stimmt. Ja, wenn es alleine ist, dann auch bei er steht im Van, da wo sein Name steht. Okay. Natürlich ist es wieder Dago, der rausgeht. Ich hab die niedrigste Synergy, wenn du es so haben willst. Aber überredet. Oh Mann, Amor, du siehst so sexy aus. Ja, einmal rauskommen, Olaf muss allein drin sein. Tschüss, Olaf. Nein! Ich hasse euch alle, aber das ist hier offen. Wo soll ich mich verstecken? Warte mal kurz. Wo soll ich mich dann verstecken, wenn der Geist kommt? Einfach die Treppe am besten runterrennen, wenn er kommt. Aber am besten. Ja, aber wohin dann? Gucken, wo ein Schrank ist und gucken, wo, ja, wo du nur eine Tür hinter dir zumachen musst. Das wäre halt entweder hier oder wir machen hier alle Türen zu. Ja, warte mal. Lass mal gucken. Ich hatte das gerade mit Absicht mal kurz angemacht, Dago. Also. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja. Du Feigling! Ich schaff das gar nicht. Du Feigling! Außerdem reagiert er hier unten sowieso nicht. Du musst schon hoch. Ja, ich weiß. Ich will nicht. Vor allem Olaf, dir müsste gar nichts passieren. Du hast noch 80% Synergy. Was? Der hat noch nichts. Ja, aber. Ach so, ja, dann mit dir geht's ja einfacher. Warte, ich drop dir kurz. Das heißt, ich bin der, der mit 70% gestorben ist. Also vergiss es. Rein da. Ja, wir haben unser Ding schneller. Zeit haben wir ohne Ende. Nein, komm raus. Ich will. Nein, Ike bleibt unten. Ich möchte nicht allein im Haus sein. Musst du aber. Nein, ich muss nur allein im Raum sein. Also, sicher? Jetzt macht da Olaf. Ja, du stehst schon wieder so. Das hast du schon wieder getan. Nee, ich stehe am Lichtschalter. Also, egal was er macht, es bringt nichts. Die Aktivität ist null. Streng dich mehr an. Sende mir ein Zeichen. Bist du hier? Daniel Clark. Komm, du hast das Licht schon mal zum Flak angebracht. Immerhin was. Die Aktivität ist gerade. Ja, 0 bis 1. Sonst nichts. Ich hasse euch. Daniel Clark. Wir müssen eigentlich mit rein. Wir brauchen noch ein Foto davon. Vom Geist. Deswegen stehe ich ja hier unten. Bist du hier? Ich mach mal testweise das Licht aus, also nicht erschrecken halten. Das war. Da oben ist die Tür zugegangen. Olaf? Ich will nicht mehr. Es blinkt. Warum? Du hast es doch gut gemacht. Aber er hat auf mein Ausatmen reagiert, siehst du? Und es ist ein Kerl. Scheiß auf dein Ausatmen. Also, stimmt, er ist schwul. Geh du rein. Es ist ein Kerl. Also, der höchste Ausschlag war beim Atmen bei 9. Also, Ike atme ihm ordentlich was vor. Ich guck erstmal, wie hoch meine Sanity ist. Vergiss es. Ich gehe nicht erst mal da rein. Alter. Aber es fehlt nur noch Kruzifix. Geister-Event haben wir beobachtet. Und Dago, du hast die meiste Sanity, ne? Ich und Olaf haben 50, du hast 60. Ja, jetzt. Ich bin ja
dann provozieren und nicht. Arschloch! Hurensohn! Wichser! Das hört er doch nicht. Hör auf! Das wird nicht monetarisiert, das Video. Schrei um, mach mal das Licht aus. Darfst du auch gar nicht, weil du das Kruzifix hast. Ja. Erst wenn du an mir vorbei bist. Kleiner Hund, jetzt hör auf, sonst schmeiß ich dich aus dem Haus. Guck nach der Sanity oder so. Herr Bogen. Wie heißt du nochmal? Daniel Clark. Daniel Clark. Kleiner Wichser, geh aus dem Türrahmen raus. Hey, es hat geblinkt. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Gib dir Rückendeckung. Und... Geil. Okay. Geil. Ihr könnt wieder... Habt ihr gehört, ihr könnt wieder. Hat's geklappt? Das Kreuz ist immer... Darko ist tot. Aber wieso hat's Darko erwischt? Ich hab doch das Kreuz geworfen. Wir müssen erst mal Licht anmachen, da gehe ich aber außen rum. Ich gehe durch die Mitte, aber wehe, du bleibst. Nee, ich gehe jetzt die Sicherung reindrehen. Wenn, die müsste nämlich draußen sein. Na, weil wir ein Foto von... Ja, wir müssen ja Foto machen von Darko. Ey, hier draußen sind Kürbisse wie bei Hagrid von Harry Potter. Wollen wir welche mitnehmen? Aber wo ist Darko bitte gestorben? Warum war er nicht direkt hinter mir? Da fliegen los durch die Gegend. Immer hinterher. Irgendwo muss er ja... Ah, hier liegt er. Guck, der faule Sack! Ich seh nicht. Hier unten liegt er doch unter mir. Ich sehe ihn nicht. Ohne Witz, der ist da nicht. Guck mal, wurde nicht gewertet, dann ist er irgendwo anders gestorben. Geh mal weg, ich mach mal von weiter weg. Mal gucken. Toter Körper, ja, jetzt hat's gewertet. Also kriegt er auf jeden Fall seine Versicherung. Musste man ins Journal gucken. Jetzt können wir die Lebensversicherung von Darko einstreichen und seinen Heimkehr zum Staub machen. Hattest du das Kruzifix eigentlich geworfen gehabt? Ja, ich hatte es mit F. Aber es gibt auch Momente, wo man das irgendwie einlösen kann. Ich weiß nicht, wie wir es sagen, was da haben. Es hatte nicht gewartet, aber gucken wir unsere Sanity an. Holy. Einmal noch, komm. Ich habe aber kein Fotoapparat mehr. Ich glaube, Darko hatte den anderen dabei. Und der hier? Der ist voll, also hat null Bilder. Das heißt, ich muss nochmal zu Darko rein. Ich hab noch einen. Na dann, drop mal. Dann auf... Was? Ich habe zwei Kruzifixe mitgenommen. Na dann. Stay with me. Da, 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 da. Ah, okay. Weißt du was? Ich probiere das jetzt aus mit dem Ding nur in der Hand halten, okay? Und du bist nicht aus dem Haus raus.
Was? Ich soll aus dem Haus rausgehen? Du sollst nicht aus dem Haus rausgehen, egal was passiert, wir machen jetzt hier zu. Vergiss es, die bleiben schön aus. Weil du abhaust. Wir hauen nicht ab, wir bleiben aus. Ich hab grad Schritte gehört da drinnen. Und es schlägt aus! Ich hab das Kreuz reingeschmissen! Schön. Warum hast du das Kreuz? Red mal bitte durch das. Die. Red mal durch das Walkie-Talkie. Du bist nicht ein oder besser. Ey, ich hab Fußschritte gehört, ja? EMF-Reader schlägt aus, da werf ich das Kruzifix rein! Du machst denn da unten? Komm, ich komm hoch. Geh kacken! Los jetzt, sag! Was soll ich sagen? Wie heißt der Typ nochmal? Daniel Clark oder so, ne? Ronald McDonald! Luke Skywalker! Ich will nicht! Ronald McDonald! Ronald McDonald! Oh, warte, ich weiß, was ich bin. Anakin Skywalker! Hey Darko! Na? Ich muss hier raus, ich muss gucken, ich hab dem das Kruzifix mitten in die Fresse geworfen. Ich bin so schön. Ich bin so blau. Alter, ich sag nur so, er wird nie ein Foto von dir machen. Nie! Wenn er das nicht macht, dann ist es ein Arsch. Das weiß er ganz genau. Komm, geh rein, Olaf! Kleiner Hund! Werf mal da was hin, wo ich liege. Der ist zu weit weg. Es wird bei mir nicht angezeigt, als Leiche hier. Ich muss mal aus dem Winkel. Nee. Können wir vergessen, als letzte Foto verballert. Der ist so doof. Und ich gebe mir doch so viel Mühe. Boah, das ist ganz echt, das nächste Mal geht der alleine rein. Weil ich hatte echt am meisten zu verlieren gerade. Nee, guck mich nicht so doof. Ach ja. Ich habe leider keine Bilder mehr übrig. Deswegen
Oh, was der labert. Merkt ihr überhaupt, dass wir ihn hören? Hast du alles eingetragen? Ja, ja, ich hab's drin. Geist-Typ-Gespenst. Ich hoffe, alle befinden sich im Van. Ich hab noch zwei Dosen, damit ich los kann. Eine Dose. Oh, der soll losfahren! Dann fahr ich halt jetzt los. Ich hoffe, ihr habt alle gleich Spins. Mann, Mann, Mann. Aber wir sind noch zu zweit gewesen, oder zu dritt überspringt. Warum ist da nur eine Dose hier? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Yeah. Kann jetzt auch erstmal wieder alles neu kaufen. Oh, ich habe 772 Kröten. Das ist ordentlich. Ich bin sehr gut in dem Spiel. Naja. Du tust nur so gut, weil wir alles machen müssen.